Esme ging mal wieder allein im Wald spazieren und verlief sich. Nach einer Weile fand sie das Hexenhaus. Sie ging hinein, streichelte die Katze und bat die Hexe, ihr den Weg nach Hause zu zeigen. Die Hexe hatte eine Frage. Mit der richtigen Antwort durfte Esme heimgehen. Antwortete sie falsch, musste sie bei der Hexe und der Katze bleiben. Meine Urgroßmutter wurde 10 vor Christus geboren. Wie alt wurde sie 100 nach Christus? Sie wurde 109, weil es kein Jahr 0 gab. Nach 1 vor Christus kam 1 nach Christus. Sieh dir dieses Bild an und finde die Zähne. Da sind sie. Findest du das abweichende Gesicht? Da haben wir es. Okay, hier kommt noch eins. Welches Emoji ist anders? Dieses hier. Ich hoffe, du hast es gefunden. Findest du auch hier das anders Aussehende? Da ist es. Eine Gruppe Schüler hatte Geschichtsunterricht. Mit Hilfe einer Zeitmaschine beobachteten sie verschiedene Zeitalter. Als der Lehrer kurz rausging, benutzten die Schüler die Zeitmaschine und landeten in verschiedenen Zeitaltern. Sieh dir die Bilder an und finde unsere Zeitreisenden. Erkennst du hier einen Schüler? Ha, guck mal der. Der Junge macht ein Selfie. Okay, das nächste. Was siehst du hier? Sieh dir dieses Mädchen an. Sie trägt Turnschuhe. Die gab es im alten Ägypten, glaube ich, noch nicht. Was ist mit diesem Bild? Findest du hier einen Schüler? Dieser Junge da trinkt Cola. Und das Letzte. Wer ist hier der Zeitreisende? Dieses Mädchen da hat rosa Haare. Sieh dir nun dieses Bild an und finde raus, was hier nicht stimmt. Schau mal das Alphabet auf der Tafel. Die Reihenfolge der Buchstaben stimmt nicht. E und F sind vertauscht. Was sagst du zu diesem Bild? Ja, ein Wolkenkratzer hat hier nichts verloren. Frau Meier fiel aus dem zweiten Stock ihres Hauses. Aua. Andrea lief gerade vorbei und sah es. Sie rief die Polizei und einen Krankenwagen und blieb bei der Frau, um nach ihr zu sehen. Das Mädchen sagte, sie hätte gesehen, wie Frau Meier Fenster geputzt hätte. Vermutlich war es ein Unfall, aber Kommissar Braun glaubte es nicht und sagte, dass sie gestoßen wurde. Wie kam er denn darauf? Das Fenster, aus dem sie fiel, ist geschlossen. Wäre es ein Unfall gewesen, wäre das Fenster noch offen, aber jemand hat es geschlossen. Eines Abends raubte jemand die Spielhalle aus. Es gab 3 Verdächtige: Gesa, Conny und Chris. Gesa sagte, sie wäre tatsächlich in der Spielhalle gewesen, sei aber unschuldig. Conny sagte, sie hätte an dem Tag eine Verabredung gehabt und hätte auf die Uhr an der Wand geschaut, um 6:30 die Spielhalle zu verlassen. Chris sagte, er hätte gespielt und nichts mitbekommen. Wer lügt?
Conny, das ist der Raum, über den sie sprach, aber wie du siehst, gibt es hier keine Wanduhr. Weiter geht's, sieh genau hin. Sieh her, die Frau spiegelt sich nicht im Spiegel. Wie seltsam. Was stimmt hier nicht? Der Kalender behauptet, der August hätte nur 30 Tage. Wo ist der 31. August geblieben? Was kannst du zu diesem Bild sagen? Es ist morgens, doch am Himmel funkeln Sterne, aber die kann man am Tage gar nicht sehen. Emily hatte einen Autounfall und verlor ihr Gedächtnis. Zwei Männer, Tobias und David, kamen, um sie aus dem Krankenhaus abzuholen. Jeder behauptete, ihr Freund zu sein. Weißt du, wer Emilys wahrer Freund ist? Vermutlich David. Er hat ein Tattoo mit ihrem Namen am Arm. Oh. Lisa wachte in einem Kerker auf und konnte sich an nichts erinnern. Sie sah eine Tür, doch sobald sie darauf zuging, bewegten sich die Wände. Sie konnte entkommen, musste aber die letzten 6 Stellen des Zahlencodes eingeben. Weißt du, wie sie lauten? Die Kombination ist nur eine Reihe zweistelliger Zahlen. 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Die anderen Ziffern lauten daher 1, 6, 1, 7, 1, 8. Sie bilden 16, 17 und 18. In der ersten Zeile stehen die Buchstaben L, T, V und X. In der zweiten Zeile stehen A, F, H, K, N und Z. Welche Buchstaben müssten dieser Logik folgend in der dritten Zeile stehen? Die Buchstaben der ersten Reihe werden jeweils aus 2 geraden Linien gebildet und sie stehen in alphabetischer Reihenfolge. In der zweiten Zeile sind sie ebenfalls alphabetisch geordnet und bestehen aus 3 geraden Linien. In der dritten Zeile sollten also Buchstaben aus 4 geraden Linien stehen und zwar alphabetisch sortiert, also sind es E, M und W. Anna und Clara fahren mit dem Auto zur Arbeit und sind ganz schön spät dran. Wer macht etwas falsch? Anna, sie ist nicht angeschnallt. Leo und Luise haben ein Date, nachdem Luise einen Monat lang in London war. Die Frau fährt zu dem Restaurant, während Leon bereits da ist und auf sie wartet. Wer macht etwas falsch? Luise, sie fährt auf der linken Straßenseite. Hey, du bist nicht mehr in London. Jana bringt ihre Tochter zur Schule und Paula fährt mit ihrem Sohn zum Arzt. Wer macht etwas falsch? Jana, in ihrem Auto läuft eine Katze frei rum. Das Tier kann sich erschrecken und die Fahrerin kratzen oder sich unter den Pedalen verstecken. Das kann eventuell zu einem Unfall führen. Elena und Fiona kamen nach Hause, nachdem sie den Abend bei Freunden verbracht hatten, um für eine Prüfung zu lernen. Kannst du sagen, wer nicht gelernt hat und stattdessen auf einer Party war? Ich würde sagen, Fiona. Sie trägt ein Cocktailkleid, High Heels und Make-up. Eine Fußballmannschaft spielte 6 Spiele in der Saison. Sie gewannen 2, spielten 2-mal unentschieden und verloren 2 Spiele. Insgesamt kassierten sie 2 Tore und schossen selbst 2. Wie lauten die Endergebnisse der 6 Spiele?
Jedes Mal, wenn sie verloren haben, müssten sie mindestens ein Tor kassiert haben. Sie verloren zwei Spiele, ließen zwei Tore zu. Das bedeutet, in jedem Spiel war es ein Tor. Das Ergebnis muss jedes Mal 0:1 gewesen sein. Weitere Tore haben sie nicht kassiert, also müssten die beiden unentschiedenen Spiele 0:0 ausgegangen sein. Bleiben uns noch drei Tore für zwei gewonnene Spiele. In einem Spiel müssen sie 1:0 und in dem anderen 2:0 gewonnen haben. Nils arbeitet am Flughafen. Seine Aufgabe ist es, die Ausweise zu kontrollieren und verdächtige Personen nicht hereinzulassen. Sieh dir diese drei Ausweise an und versuch herauszufinden, welcher gefälscht ist. Der zweite Personalausweis scheint mir sehr verdächtig. Einen 13. Monat gibt es nicht. Dieses Dokument ist nicht echt. Eines Abends gingen im Naturhistorischen Museum 3 Minuten lang die Lichter aus. Als das Problem behoben war, stellten die Mitarbeiter fest, dass ein seltenes, sehr teures Dinosaurierfossil gestohlen wurde. Die besten Ermittler der Stadt kamen und untersuchten den Fall. Sie hatten 3 Verdächtige und fragten sie, was sie getan hatten, als das Licht ausging. Agnes sagte, sie wäre auf der Toilette gewesen. Ben sagte, er wäre in einem anderen Raum gewesen, um sich Gemälde anzuschauen. Emil sagte, er wäre in dem Raum mit dem Fossil gewesen, hätte aber nichts sehen können, weil es ja dunkel war. Wer lügt? Ben, in einem naturhistorischen Museum gibt es keine Gemäldegalerie. In einer Kleinstadt stahl jemand einen Eimer Chicken Wings aus einem Geschäft. Okay. Es gab 3 Verdächtige. Alle waren Kunden, die an dem Morgen in dem Geschäft gewesen waren. Ein Ermittler stattete allen einen Besuch ab und befragte sie zu dem Vorfall. Herr Gruber sagte, er hätte es an diesem Morgen eilig gehabt, weil er wegen eines wichtigen Anrufs heim musste. Frau Kramer sagte, ihre Familie lebe vegetarisch, also hätte sie kein Interesse an Hühnchen. Und Hannah, eine Studentin, sagte, sie hätte nur ihren Orangensaft und ein Sandwich gekauft und wäre gegangen. Wer lügt hier? Es ist Frau Kramer. Sie behauptet, sie und ihre Familie wären Vegetarier, aber auf dem Tisch hinter ihr steht ein frisch zubereitetes Hühnchen. Sass. Sandra und Friedrich lieben Extremsportarten. Sandra will gleich mit einem Fallschirm aus einem Hubschrauber springen. Friedrich wird von einem Felsen in einen See springen. Wer ist in Gefahr? Friedrich, am Fuße des Felsens, von dem er springen will, sind Felsen im Wasser. Vorsicht! Eva hat 3 Schwestern. Alle von ihnen sind Mütter. Eva hat 1 Tochter, Elisa hat 2 Neffen und 3 Nichten, Katja hat 1 Neffen und 3 Nichten und Antje hat 1 Neffen und 5 Nichten. Wie viele Nichten und Neffen hat Eva? Eva hat 2 Söhne. Das bedeutet, die Jungs teilen sich auf ihre Schwestern auf. Katja und Antje haben jeweils nur 1 Neffen, während Elisa 2 hat. Das bedeutet, Elisa hat 2 Söhne. Katja hat 1 und Antje hat 1. Also hat Eva 2 Neffen. Katja hat 3 Nichten, Antje hat 5. Beide haben Elisa und Eva als Schwestern, also ergibt sich die Differenz, weil Katja 2 Töchter hat. Elisa hat 3 Nichten, 2 davon sind Katjas Töchter, 1 ist Evas Tochter. Antje hat also 2 Töchter, aber Antje hat 5 Nichten. 1 davon ist Evas Tochter, 2 sind Katjas Töchter. Also muss auch Elisa 2 Töchter haben. Eva hat daher 2 Neffen und 4 Nichten. Mein Kopf explodiert.